Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich hasse dich! Okay. Ich bin immer noch wirklich schockiert, wie sehr ich etwas hassen kann, das ich eigentlich noch geliebt habe. Und dazu sollten wir vielleicht noch einmal ganz kurz in die Geschichte gehen. Ich meine, gut, ich könnte mir das Review von Shogun Assassin auch wirklich ersparen, indem ich einfach sage, schaut euch das Review von Lone Wolf in Cup noch einmal an und tut so, als wäre Gegenteiltag. Dann habt ihr das Review von Shogun Assassin. Denn, um einmal kurz in die Geschichte zu gehen, Shogun Assassin ist ja eigentlich kein eigener Film. Es ist ja eigentlich Lone Wolf in Cup, also zumindest die ersten beiden Filme. Respektive verwendet Shogun Assassin die ersten 12 Minuten vom ersten Film und dann quasi den Rest vom zweiten Film, wobei aus dem dann wiederum circa 10 Minuten rausgeschnitten wurden, um auf eine kompakte Filmlaufzeit von 85 Minuten zu kommen. Das per se ist ja schon einmal relativ absurd, aber wir müssen jetzt natürlich einmal durchgehen, wie haben sie das geschafft, diese japanischen Kultfilme zu lokalisieren und für den internationalen Markt anzupassen. Da muss man dazu sagen, dass die Rechte eingekauft wurden von David Wiseman, der grundsätzlich der Regisseur des Films Chao Manhattan war und außerdem sehr eng mit Andy Warhol zusammengearbeitet hat, und vom amerikanischen Toho-Studio die Rechte an den Lone Wolf and Cub Filmen für $50.000 eingekauft hat. Gut, man hätte jetzt einfach sagen können, man lässt die Filme so wie es sind und synchronisiert sie einfach und hat dann gleich 6 großartige Filme. Aber Wiseman dachte sich, nein, warum soll ich um $50.000 6 gute Filme haben, wenn ich auch einen beschissenen haben kann? Und so hat man sich dann zusammengetan mit New World Pictures von Roger Corman und hat den Film Shogun Assassin, diesen Zusammenschnitt durch die Grindhouse-Kinos gejagt, nur um ihn dann natürlich auch auf Videokassette auszuwerten und um dafür zu sorgen, dass er bei seinem Release in England aufgrund der gewalttätigen Natur fast verboten wurde und auf der Liste der Video-Nasties gelandet ist. Aber auch im deutschsprachigen Raum wurde der Film veröffentlicht und hat es nicht einmal da auf die Liste der 131er geschafft, sondern wurde 1985 lediglich auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt und 2010 von dem dann wieder entlassen. Aber um jetzt einmal wirklich zu verstehen, was für ein grundsätzliches Versagen Shogun Assassin ist, müssen wir noch einmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir haben bei den Original Lone Wolf and Cub Filmen jetzt einerseits natürlich neben den Schöpfern der großartigen Manga-Vorlage, auf die ich an der Stelle gar nicht näher eingehen möchte, natürlich auch großartiges Talent vor und hinter der Kamera. Wir haben beispielsweise Kenji Misumi als Regisseur, der unter anderem auch bei einigen Satuichi-Filmen als Regisseur tätig war. Wir haben ein Drehbuch geschrieben von Kazuo Koike, der neben dem Drehbuch von einigen dieser Filmen auch bei Lady Snowblood bzw. Dem amerikanischen Film Crying Freeman das Drehbuch beigesteuert hat. Zudem auch noch an Soundtracks gearbeitet hat, zum Beispiel für Quentin Tarantinos Kill Bill, was ja in dem Fall auch ganz gut zusammenpasst. Und wir haben natürlich allem voran den Titelcharakter Ogami Ito, gespielt von Tomishaburo Wakayama, der übrigens nicht nur, wie ich bereits in meinem letzten Review zum Lone Wolf and Cub Franchise gesagt habe, ein großartiger Schwertkämpfer und fantastischer Schauspieler ist, sondern wo man auch eigentlich relativ deutlich merkt, woher er das hat. Immerhin ist er der Bruder des Original Lone Wolf and Cub Produzenten Shintaro Katsu, der selber der Schauspieler war, der in circa 26 Filmen den Satuichi gespielt hat. Also ja, Ogami Ito hat seine Schwertkunst tatsächlich von Satuichi direkt, wurde inszeniert vom Satuichi Regisseur und agierte nach einem Drehbuch vom Lady Snow Blood Autor. Das ist ein verdammtes Talent. Also, wen nimmt man für die amerikanische Umsetzung neben David Wiseman, den ja irgendwas einmal mit Andy Warhol gemacht hat? Natürlich Robert Houston! Und wenn euch der Name nichts sagt, wundert mich nicht, das war nämlich tatsächlich kein Scheiß. Der Bobby Carter aus Wes Cravens Hügel der blutigen Augen
er, der 1977 sein Schauspieldebüt gefeiert hat und dann nach 6 Filmen, nach der großartigen Rolle des Retard in dem Film Schweinebande, 1984 seine Schauspielkarriere wieder an den Nagel gehängt hat und sich dann auf Regiearbeiten unter anderem für Playboy Video Playmate Calendar 1994 konzentriert hat. Der, wir haben ja für diejenigen, die meinen Kanal aufmerksam verfolgen, schon einmal kurz über Robert Houston oder Bobby Houston, wie er auch nennt, wie er sich auch nennt, gehört. Denn nicht nur, dass er übrigens bei seinem letzten Schauspielausflug bei Schweinebande auch Regie geführt hat, 1991 war er der Regisseur des Films Jail Force, der eben in der Women in Prison Exploitation Reihe von WMM als limitiertes Mediabook veröffentlicht wurde. Und da haben wir im DVD-Check schon einmal drüber gesprochen. Aber jetzt kommen wir eben zu seiner allerersten Regiearbeit. Fuck, I hate this movie aus 1980. Und jetzt ist grundsätzlich die Frage, was kann man tun, damit eine Filmvorlage, die dermaßen großartig war, dermaßen, well, nicht mehr großartig ist. Erstens, wir haben ja schon einmal gesagt, dass Tomoshiro Wakayama ein großartiger Schauspieler ist. Ich habe auch dazu gesagt, dass derjenige, der den Daigoro spielt, nämlich Akihiro Tomikawa, kein besonders guter Schauspieler war. Aber er hat zumindest eines gemacht, er hat nicht gesprochen. Und ratet einmal, was bei Shogun Fucking Assassin passiert. Ja, natürlich, Daigoro spricht. Und zwar nicht nur das, den ein oder anderen Satz, ähnlich wie Lone Wolf himself. Nein, er ist der Erzähler des ganzen verfickten Films. Er versucht die gesamte Zeit irgendeine Backstory runterzurattern, die ihm irgendwie eingetrichtert wurde, um so ein bisschen die Lücken aufzufüllen mit dem, was irgendein anderer Film erzählt, damit man da vielleicht noch irgendwelche Szenen zusammenpassen kann. Er erzählt natürlich die Teile von den Szenen, die teilweise rausgeschnitten wurden. Und natürlich muss man dazu sagen, dass derjenige, der die englische Stimme von Daigoro einspricht, kein geringerer war als der Sohn von Jim Evans, der das Poster designt hat. Das klassische, kultige, nicht das, amerikanische Poster-Artwork für den Film Shogun Assassin. Und der Poster-Artist, sein Sohn, spricht den Daigoro. Und das Problem ist, er spricht ihn die ganze verdammte Zeit in einer teilweise komplett neben der spurartigen Betonung, teilweise komplett lust- und emotionslos, einfach nur Orsch, das Ganze zu hören. Grundsätzlich, wer mich kennt, weiß, ich bin schon im Prinzip kein großer Fan von Kinderdarstellungen. Es gibt sehr, 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 sehr wenige, die mich überzeugen konnten. Aber Gibran Evans, der Sprecher von, hier das Originalposter übrigens von Jim Evans, von Daigoro gehört nicht dazu. Das ist so ziemlich das nervigste, anstrengendste und unerträglichste, was man diesen Filmen antun hat können. Aber weil das offensichtlich Houston und Wiseman noch nicht genug war, was man den guten alten Lone Wolf and Cub Filmen antun konnte, man hat natürlich eine komplett andere Musik genommen. Ist ja klar. Erinnert euch, wie ich in meinem letzten Review davon gesprochen habe, wie schön diese subtilen Klänge, diese Atmosphäre und diesen Style und diesen Charme von den tollen Filmen unterstützt haben. Ja, wir haben jetzt 0815 Casio Synthesizer Soundtracks, die ähnlich klingen wie ein leider Nein-Klingelton auf meinem Samsung-Handy. Das sind unerträgliche Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Scheißdreckklänge, die einfach jede Szene ihrer kompletten Atmosphäre berauben. Das ist einfach eine Qual, sich da durchzuhören. Und das Problem ist, und ich muss echt sagen, der Film Shogun Assassin hat mir zu einem gewissen Grad die Augen und auch die Ohren geöffnet und hat mir wirklich gezeigt, wie wichtig Filmmusik ist. Etwas, das ich zwar grundsätzlich natürlich schon wusste, aber noch selten dermaßen begriffen habe, was für eine wichtige Auswirkung die Filmmusik auf die Wirkung einer Szene hat. So großartig die Szenen in Lone Wolf and Cub auch sind, in Shogun Assassin sind sie kaputt. Null von diesem ganzen fucking Style und von dieser ganzen Atmosphäre und dem Können, das wir in Lone Wolf and Cub sehen, hat doch noch
ansatzweise irgendein Restüberbleibsel in fucking Shogun Assassin. Wir haben da dann natürlich auch noch diese Szenen ein klein wenig umgeschnitten, um ein bisschen mehr dem typischen Filmschnitt und Pacing des amerikanischen Markts zu entsprechen. Sprich, die ganzen Handlungsszenen, die in der japanischen Originalfassung teilweise sehr schön langsam ausgewälzt oder, wie man auch so schön sagt, episch inszeniert wurden, sind bei Shogun Assassin einfach tak, 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 tak. Ganz ehrlich, wäre der Film aus 2005, hätte Michael Bay ihn gemacht, wäre im Hintergrund wahrscheinlich der Tempel des Shogun in die Luft geflogen. Apropos Tempel des Shogun, man hat zwischendurch übrigens sogar ein paar Einstellungen, die gar nicht im Original waren, verwendet, respektive Establishing Shots von irgendwelchen Gebäuden und die ganz offensichtlich von irgendeiner alten VHS-Kassette eingefügt ist, wäre damals nicht aufgefallen, nur bei der Blu-ray sieht man, hoppala, für vereinzelte Einstellungen trotzdem einen ziemlich deutlichen Qualitätsabfall. Aber okay, wisst ihr, egal ob das jetzt eine Szene ist, die tatsächlich damals aus anderem Material eingefügt wurde oder ob das jetzt eine Szene war, die durch einen schlechten Rollenwechsel bei der Abtastung verloren gegangen und dann irgendwie so rekonstruiert worden muss, das ist mal wurscht. Ob die Qualität für 3 Sekunden jetzt mal abfällt, kann man weglassen. Aber die Szenen, der Film hetzt uns mehr oder weniger durch diese ganzen Szenen durch und während ich die ganze Zeit im Kopf hatte, wie schön und episch und getragen diese Szenen im Original war, wie schön das Schauspiel und das Ganze auf uns wirken konnte, desto gehetzt und staccatoartig werden uns die in Shogun Assassin um die Ohren gefetzt. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wir hatten im japanischen Original eine Szene, Ogami Ito einfach in einem dunklen Raum saß, in die Luft geschaut hat. Jemand anderer sitzt auf der anderen Seite des Raums, spielt genüsslich mit irgendeiner Waffe, spielt, schaut. Ito. In der Zwischenzeit hat sein Schwert da. Man sieht seine Hand, die langsam zum Schwert greift, weil er weiß, es könnte irgendwas passieren. Man sieht die Hand, die zum Schwert geht. Dann sieht man, glaube ich, irgendjemand anderen, der reinkommt. Der Typ, der mit dem Messer gespielt hat, hört auf zu spielen. Da hält sich mit der Person, Ito greift sofort wieder weg von dem Messer, von seiner Waffe, lässt es sein. So, in der Art, teilweise vielleicht auch ein bisschen frei erfunden, aber man kann sich die Atmosphäre vorstellen. Oder dunkler Raum, aber trotzdem großartig beleuchtet für den Effekt der Szene. Einfach nur ein gegenseitiges Ab- und Zuwarten. Was macht der andere? Und das Ganze durch das Fehlen oder nur ganz dezente Vorhandensein von Musik einfach spannend, atmosphärisch und episch. In Shogun Assassin gibt's dieselbe Szene mit Synthi-Soundtracks im Hintergrund und einem Kinderdarsteller, der nja, und dann sind die dort hingegangen und dann war dort der und der hat mit seinem Messer gespielt und da hat mein Papa hat dann das gemacht und dann hat mit dem Geld halt die Fresse! Boah! Und das ist, finde ich, eines der großen Probleme von Shogun Assassin. Weil wenn ich zum Beispiel reinschaue, was der Film bei Letterboxd oder sonst wie für Bewertungen hat, die sind ja grundsätzlich sehr positiv. Und ich glaube, das liegt einfach grundsätzlich daran, dass wenn Shogun Assassin die einzige Version von diesen Filmen wäre, die ich kennen würde, würde ich es vielleicht auch irgendwie ganz leibernd finden. Weil man muss ja dazu sagen, die Kills und die Kämpfe und die Kunst, das ist ja alles immer noch vorhanden. Warum man genau die Szene von dieser Master of Disguise, wie heißt der, Pistachio Disguise Turtle Scene Killerin, die in ihrem Gewand verschwindet und dann rückwärts drückt. Warum hat gerade das in dem Film sein müssen? Wirklich, man hat insgesamt aus 160 Minuten 85 rausgeschnitten. Warum war die notwendig? Aber wenn ich nur den Film gekannt hätte, vielleicht hätte er mir besser gefallen, aber so weiß ich einfach, dass alles, was wir in dem Film sehen, komplett verschenkt, verbockt, verhaut, veramerikanisiert ist auf eine Art, die finde ich einfach eine Schande gegenüber dem Original darstellen. Also selbst diejenigen, die sagen, nein, ich habe jetzt aber keine Zeit dafür, mir 6 gute Filme anzuschauen, dann schau dir einfach die ersten 2 guten Filme an. Du investierst ungefähr 70 Minuten mehr Zeit. Ja, ich weiß, man muss die Filme halt
Mache ich persönlich auch nicht so gern, aber es war tatsächlich bei Lone Wolf and Cub überhaupt kein Problem. Im Original mit Untertiteln schauen, weil es gibt tatsächlich nur vereinzelte Filme damals eben als deutsche Kinofassung. Es gäbe Shogun Assassin mit deutscher Synchro, aber es gibt tatsächlich vom zweiten und vom dritten Teil zumindest eine deutsche Synchro, die damals auf den, im Kino bzw. auf den Videokassetten war. Aber die Rapid Eye Movies, DVD und Blu-ray Auflagen haben auch in jedem Fall nur den Originalton mit Untertiteln. Selbst für diejenigen, die sagen, das mag ich normalerweise nicht, glaubt mir, Lone Wolf and Cub ist es wert. Der zusätzliche Luxus, nicht Untertitel lesen zu müssen, ist es nicht wert, sich diese drecks-hundsverbockte Shogun-Assassin-Fassung anzuschauen. Wirklich, ich bin entsetzt, was man aus diesen Filmen gemacht hat. Noch einmal, würde ich das Original nicht kennen, würde ich nicht wissen, wie toll diese Szenen und wie toll diese Charaktere im Original wären, hätte ich mit dieser recht oberflächlichen Abhandlung wahrscheinlich verhältnismäßig wenig Probleme gehabt und wäre wie bei John Wick wahrscheinlich getrieben dort gesetzt und immer gedacht, ja geil, baller, baller, bum, bum. Aber so, nachdem ich weiß, was eigentlich in diesem Material drinnen steckt, ist das, was man daraus rausgeholt hat, na.